Die Geheimnisse der Seelenwahl. Wie und warum suchen wir uns unsere Eltern vor der Geburt aus? Hallo und willkommen zu einem neuen Video, wo ich auf das Thema eingehen werde, wie die Seelen der Kinder sich den Körper der Eltern aussuchen, also die Eltern aussuchen, und zwar schon lange vor der Geburt. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie es kommt, dass du dir genau diese Eltern ausgesucht hast. Dann bist du damit nicht alleine, denn ich kenne sehr, sehr viele Menschen, also viele meiner Klienten haben sich gefragt, warum gerade diese Eltern. Zum Beispiel, wenn deine Eltern eine toxische Veranlagung haben, also eine verletzende Art und Weise, dann fragst du dich vielleicht, was habe ich mir dabei gedacht, als ich hier inkarniert bin? Und glaube mir, es gibt immer tiefe Gründe dafür, warum du genau da inkarniert bist. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass die Menschen, die dir am meisten wehtun, deine spirituellen Lehrer sind. Das trifft auch auf deine Eltern zu. Vielleicht hast du ja auch gute Eltern gehabt und sie waren nicht toxisch und haben dich auch nicht in der Art verletzt, aber du fragst dich trotzdem, warum du genau bei diesen Menschen dir überlegt hast, zu inkarnieren, was da der tiefere Seelenplan war. Darauf werde ich heute eingehen und genau diese Fragen beantworten, wo die Chance darin liegt und die Herausforderung und wie du das Allerbeste genau aus diesem Ereignis, aus dieser Situation mit deinen Eltern machst. Also bleib dran, es wird spannend. Die spirituelle Wahl der Eltern vor dieser Inkarnation geschieht nicht per Zufall, sondern sie ist gut überlegt von einer höheren Ebene deiner Seele aus, die in erster Linie vor Augen hat, dass sie möchte, dass du dich gut entwickelst in deiner Inkarnation, in deiner nächsten Inkarnation. Und das hat viel mit den Inkarnationen zu tun, die davor gelegen haben. Also diese Inkarnation jetzt hat viel mit den Inkarnationen in der Vergangenheit zu tun. Wenn du mit deinen Eltern zum Beispiel schon einiges erlebt hast an positiven und oder negativen Dingen, dann hast du eine Verbindung aufgebaut. Ob nun eine positive oder eine negative oder beides, ist dabei egal. Also meistens ist es sogar so, dass eher die negativen Verbindungen eine Rolle spielen. Deine Eltern repräsentieren Anteile von dir selbst, die du vielleicht in dir noch nicht richtig verarbeitet hast oder auch noch nicht getraut hast, sie zu leben. Wobei es nicht darum geht, das genauso zu leben wie deine Eltern, sondern es ist eine Hilfe, eine Starthilfe, um dir zu ermöglichen, durch die Ereignisse, die du dann wieder mit deinen Eltern hast, die sich vielleicht auch so oder ähnlich wiederholen wie das, was du schon erlebt hast, dass du daraus ein Fazit ziehen kannst und daran eben arbeitest, um dich ja, zu befreien, aber auch um zu wachsen, in eine höhere Schwingung zu kommen und dich seelisch von der spirituellen Selbstentfaltung her zu entwickeln. Deine Eltern sind also deine spirituellen Lehrer, wie jeder andere Mensch auch, der dir begegnet, und auch vor allen Dingen ganz besonders die Menschen, die es dir vielleicht nicht immer so leicht gemacht haben im Umgang. Karmische Bindungen und ein tiefes Verständnis spielt hier eine Rolle. Ein tiefes spirituelles, seelisches Verständnis für dein Gegenüber, in dem Fall für deine Eltern. Das, was ich jetzt erzähle über deine Eltern, trifft natürlich auch auf deine Kinder zu. Ja, das kannst du eins zu eins übersetzen, wenn du schon Kinder hast. Auch da wirst du sehen, dass deine Kinder spirituelle Lehrer für dich sind. Aber auch du bist ein spiritueller Lehrer für deine Kinder und für deine Eltern. Es geht also darum, dass ihr euch begegnet, kennenlernt und auch sehr nah kennenlernt. Und wie das so ist, wenn Menschen sich sehr nah begegnen, also eben wirklich auch Reibereien miteinander haben, Konfrontationen, also weil sie einfach viel Zeit miteinander verbringen. Und da kommt einfach immer so das wahre Wesen
ans Tageslicht, ja, man zeigt sich die schlimmsten und die nettesten Seiten, vielleicht sogar besonders die schlimmsten, weil es so nah ist und weil Konflikte auftauchen. Und es geht darum, den anderen zu verstehen, also in seiner Andersartigkeit tief zu verstehen. Wenn du mit diesen Eltern inkarniert bist oder mit diesen Kindern inkarniert bist, ich bleib mal bei Eltern, es wird so verwirrend, aber wie gesagt, es trifft immer auch auf die Kinder zu, dann hast du in der Vergangenheit schon mit diesen Menschen zu tun gehabt, wahrscheinlich auch schon häufiger, und hast mit ihnen karmische Verbindungen. Andernfalls würdest du mit diesen Menschen nicht inkarnieren. Die Seele hinter der Elternschaft. Wir werfen mal einen Blick in die Seelenverbindung. Nicht selten sind deine Eltern, sowohl Vater als auch Mutter, jeweils ein Anteil von dir selbst. Also was dieser Mensch in seinem Leben repräsentiert, du kannst es mögen oder nicht mögen oder sogar hassen, aber es ist etwas, was wie ein Schattenanteil in dir selber sitzt und du traust es dir nicht zu. Aber es wäre wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es soll nicht bedeuten, dass du genauso sein sollst, das kannst du auch gar nicht. Aber es geht darum, den inneren Schatz in dir zu entdecken. Entweder etwas davon in deinem Leben auf deine Art und Weise zu integrieren oder für dich damit in den Frieden zu kommen, wie immer das auch sein mag. Ja, der ein oder andere hat davon sehr viel gelernt und hat seine eigenen Talente und Stärken auf diese Weise umsetzen können, weil er das von seinen Eltern gelernt hat. Aber wir erleben auch gerade in missbräuchlichen Situationen, wenn die Eltern das Kind missbräuchlich instrumentalisieren, benutzen, dass die Kinder davon natürlich großen Schaden nehmen. Seelische Verletzungen, die wahrscheinlich auch in alten Leben schon mal stattgefunden haben. Und dann geht es darum, das zu verstehen und tief zu verstehen, warum der andere das gemacht hat und wie es dazu kam, welche eigene Rolle du gespielt hast, dass dir das passiert ist, wo du vielleicht Teile von dir selber verleugnest, dass es passieren konnte und wie du das befreist, um dich, ich will nicht sagen, zur Wehr zu setzen, darum geht es nie, sondern dich abzugrenzen, bei dir zu bleiben und das Beste von dir selbst zu entwickeln. Eltern als spirituelle Wegweiser, die bewusste Wahl unserer Familie. Du suchst dir also nicht nur deine Eltern aus und deine Kinder, sondern auch deine Geschwister, Tanten, Onkel, alle, mit denen du eben gerade in den ersten Lebensjahren zu tun hast. Oft geht das auch darüber hinaus, dass auch die Partnerwahl später und die der Schulkollegen eine bestimmte Rolle spielt. Oft ist es so, dass dass dieser Seelenclan, der da miteinander inkarniert, ganz bewusst zeitgleich, ja, also zeitgleich oder zu bestimmten Zeitpunkten, um bestimmte Rollen zu spielen, in den Körper inkarniert, um dann die anderen auch wieder zu treffen. Also es ist oft eine ganze Seelengruppe. Und diese Menschen müssen mit dir nicht seelenverwandt sein, also nicht in erster Linie seelenverwandt sein. Sie können auch in zweiter oder dritter Linie mit dir verwandt sein. Sie können aber auch gar nicht mit dir verwandt sein. Also wir sind ja alle miteinander verwandt, aber eben sehr weit. Also ganz andere Seelen, also andere Essenzen, die da inkarnieren. Weil du willst ja was dazulernen. Wenn das deine Seelenfamilie inkarnieren würde, dann hättest du ja überall deine Seelenverwandten und ihr würdet euch nur positiv oder größtenteils positiv auch spiegeln. Andererseits wäre aber auch dann die Wut zu stark auf die Dinge, die ihr nicht verarbeitet habt, sodass das Ganze nicht konstruktiv wäre. Und deswegen inkarniert ihr mit verschiedenen Seelen. Aber es sind eben oft immer die gleichen Leute, die gleichen Seelen, die wieder miteinander inkarnieren. Natürlich gibt es manchmal Seelen, die dann jetzt nicht inkarniert sind die du nicht in diesem Leben getroffen hast, die woanders sind. Aber du wirst einen Großteil derer, die du schon kennst aus alten Leben, die wirst du eben wieder treffen und mit denen dann auch zu tun haben. Du hast also vor deiner Geburt diese Eltern gewählt. Warum hast du dich
genau für diese Eltern entschieden und inkarnierst du immer wieder in der gleichen Konstellation? Sind es immer wieder genau dieselben Seelen? Nein. Du überlegst dir vorher sehr gut, und das Überlegen ist jetzt nicht, wie du deine Gedanken kennst, die du täglich so hast, sondern das ist von einer höheren Ebene aus. Du als Seele von der nicht höheren Ebene aus empfindest das vielleicht eher als intuitiv, aber ein höherer Teil in dir weiß sehr wohl, wann du mit wem inkarnierst. Das heißt also, du hast dir auch vorher überlegt, welche Verletzungen stattfinden, welche Prägungen, wo du hin willst. Wo willst du dich hin entwickeln von deiner Seelengeschichte? Was möchtest du besonders lernen? Und das bedeutet, es kann auch andere Konstellationen geben. Es kann sein, dass deine Oma heute vielleicht schon einige Male deine Mutter war, dein Vater vielleicht mal dein Bruder oder dein Ehemann oder umgedrehte Rolle. Ja, deine Mutter war vielleicht mal, wenn du ein Mann bist, eine Frau. Vielleicht warst du auch mal ein anderes Geschlecht in einem anderen Leben. Also diese Menschen, die dich umgeben, waren schon in verschiedenen Rollen, damit du dich in diesen verschiedenen Rollen, aber immer mit den gleichen Seelen, auch wieder erlebst. Natürlich begegnest du zwischendurch auch mal Seelen, die du aus anderen Inkarnationen nicht kennst oder seltener getroffen hast. Aber wir sprechen ja heute über die Eltern, und die Eltern sind allermeistens, also jetzt natürlich nicht zu 100%, aber zu 99% sind deine Eltern schon in anderen Leben einmal oder mehrfach mit dir inkarniert, und deine Familie ist dir seelisch bekannt. Auch wenn du das Gefühl hast, die sind ja so anders als ich, ich fühle mich da eigentlich wie ein Kuckuck, ja, aber das ist nicht so. Es ist einfach ganz oft so, dass ja auch die Gene sich in der F2-Generation stärker vererben und du mit deinen Eltern dich vielleicht gar nicht so ähnlich fühlst, obwohl du genetisch von ihnen auch viel hast. Und es geht genau darum, dieses Gegenteil, dieses Anderssein als Geschenk zu sehen, dass etwas daran dich an eine Wunde erinnert, die du hast, eine Blockade und etwas, was du noch heilen willst. Frag dich also mal, was genau triggert dich an deiner Mutter? Ja, lass das mal so auf dich wirken. Was triggert dich an deiner Mutter? Und wie würdest du das beschreiben, was dich triggert? Das ist nämlich genau die Antwort, die du dann gibst. Das ist genau der Schatten, den du dir mal anschauen solltest, der von dir mehr Beachtung benötigt. Nicht, weil er weg muss, dieser Schatten. Im Gegenteil, da muss mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe hinein. Dieser Anteil in dir ist verdreht und der möchte einfach wieder seine Talente leben. Nicht genauso wie deine Mutter dann an der Stelle, sondern deine innere Flamme. Ja, vielleicht fehlt da auch ein Seelenanteil, den du mal weggeschickt hast. Dann geht es darum, dich zu erinnern, wer du eigentlich wirklich bist und welche Rolle du in diesem Leben und in dieser Welt haben möchtest. Und wie du deine Herzenswünsche erfüllen kannst. Und das geht nur, wenn du diesen Seelenanteil wieder zurückholst. Und das spiegelt dir dann in dem Fall deine Mutter. Ja, das Gleiche können wir jetzt natürlich auch auf den Vater beziehen. Das, was dein Vater in dir triggert oder dich verletzt hat oder vielleicht auch positiv dir geschenkt hat, sind Anteile, die, wenn du sie beschreibst, was ist mein Vater für mich oder was ist eben diese Person für mich, die in diesem Leben für mich diese Rolle spielt, was genau ist das, was soll ich oder was kann ich mir an der Stelle anschauen, was will da geheilt werden? Die Seelenbindung zu unseren Eltern ist also ein ganz entscheidender Schlüssel für unser spirituelles Wachstum. Deine Eltern sind also ein Spiegel deiner Seele, deiner Schattenanteile. Mit Schatten meine ich nicht Schlechtes oder Böses oder etwas, was du ablehnen solltest, sondern etwas, was
deine Seele wieder in dein Leben integrieren möchte. Es ist im Keller und deswegen im Dunkeln, deswegen im Schatten. Und du hast es vielleicht von dir, ja, ich sagte es vorhin schon, abgeschnitten oder abgetrennt oder es ist dir irgendwie verloren gegangen. Und dieser Anteil ist heute vielleicht auch nicht mehr so in deinem Leben in positiver Weise als Stärke wahrnehmbar, sondern vielleicht eher als Schwäche. Ja, vielleicht hast du Angst, offen zu reden und deine Meinung zu sagen. Und deine Mutter ist vielleicht jemand, die reinkommt und den ganzen Raum unterhält. Ja, und ihr kommt genau an dieser Differenz, die ihr habt, dass sie anders ist als du, immer wieder geratet ihr aneinander. Dann will dir deine Mutter oder sie ist in der Rolle, dir zu zeigen, dass du auch offen reden kannst, dass du dich offen entfalten kannst. Als Beispiel, ja, das kann natürlich auch genau umgekehrt sein, ja, dass deine Mutter, wenn du eher jemand bist, der viel Raum einnimmt und immer reden muss und nicht zuhören kann und deine Mutter jemand ist, die immer geduldig zuhört und dir das vielleicht auch schon mal auf die Nerven geht, weil sie nicht offen spricht, dann will es dir vielleicht sagen, hör mal hin und sei auch mal stiller und hör mal in dich hinein. Denn dieses viele Reden und dieses viele Raum einnehmen ist eine Flucht vor dir selbst. Komm zur Ruhe und nimm dir Zeit, wirklich die zu sein, die du wirklich bist. Du kannst in der Stille so glücklich sein, dass du diese extreme Art, dich auszudrücken, nicht benötigst. Ja, das sind dann die Botschaften. Also ich weiß nicht, ob das auf dich zutrifft. Vielleicht findest du dich an anderen Stellen wieder. Es kann auch um ganz andere Themen gehen, wie Wut und Meinung sagen oder was auch immer. Denk mal darüber nach. Was ist anders und was will in deinem Leben integriert werden? Deine Eltern sind also ein Schlüssel zu deiner inneren Transformation. Wie kannst du diesen Schlüssel nutzen? Ich habe es dir gerade schon verraten. Du kannst dich fragen, was genau dich triggert, schreib es auf und frage dich, wie kannst du diesen Satz umdrehen, also für dich umdrehen, dass du ihn versuchst auf dich zu beziehen. Was hat das mit dir zu tun? Wie gehst du in solchen Situationen mit den Dingen um? Hast du vielleicht ein anderes Extrem? Ja, oder verhältst du dich genauso und gestehst es dir nicht ein? Was auch immer, schau einmal genauer hin, um deiner Seele die Möglichkeit zu geben, dich zu wandeln. Was kannst du nun tun, wenn der Kontakt zu deinen Eltern schwierig ist? Das eine ist tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe. Mach Schattenarbeit, ja, mach the work, ja, nach Brian Katie. Frag dich, was ist dahinter? Versuch die Schatten in Liebe anzunehmen. Versuch das Beste von dir zu leben. Beschäftige dich damit. Nimm dir Zeit für Selbstreflexion. Und nimm es nicht persönlich, wenn etwas mit deinen Eltern geschieht, was dich triggert, sondern schau es dir einfach in Stille mal an. Und du wirst sehen, dass du dann dein Verhalten änderst und dass du dann den angemessenen Ton findest, dich sowohl abzugrenzen oder aber auch das Gegenteil, dich mehr einzubringen, dich wieder näher an deine Eltern heranzubringen. Es kann alles passieren. Aber was auch immer geschieht, es geschieht dann zu deinem höchsten göttlichen Wohl und es geschieht zum höchsten göttlichen Wohl deiner Eltern. Was immer das auch sein mag, ja, selbst wenn es irgendwann in einen Kontaktabbruch endet, auch das ist möglich. Das ist zwar seltener, aber auch das ist möglich. Dann ist es euch nicht mehr vorgegeben, miteinander zu inkarnieren, zum Beispiel, weil die Seelenlektion gelernt ist. Aber du kannst die Seelenlektion nicht vorher lernen und einfach sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, weil es holt dich sowieso eines Tages wieder ein. Denn das Karma, die Seelenverbindung, die ist so stark, viel stärker als dein Verstand, als das Ego, wie man so schön sagt, ja, das taucht immer wieder auf. Denn deine Seele möchte letztendlich das Allerbeste für dich und sogar auch für die anderen, mit denen du vielleicht im Konflikt bist. Das war also nun ein tiefgreifender Blick hinter die Kulissen, damit du sehen kannst, welche Bedeutung die Elternwahl hat
vor dieser Inkarnation. Und vielleicht fragst du dich noch, wie genau du das entschieden hast und wann du das entschieden hast. Das will ich dir beantworten. Das geschieht oft lange, lange vor der Inkarnation. Es kann aber auch relativ kurzfristig vorher passieren. Es gibt auch einen Seelenplan, der über viele Inkarnationen geht und der wird manchmal auch immer wieder ein bisschen umgeschrieben. Ja, nach dem Tod geht die Seele hin und ja, wie ein Architekt wirft alles aus, guckt sich alles an und entscheidet dann manchmal auch gemeinsam mit deinen spirituellen, inneren, geistigen Führern, mit deinen Lehrern, mit anderen Seelen, mit denen du inkarniert bist und lässt dich beraten, was du vielleicht tun solltest. Manchmal entscheidest du aber auch intuitiv in dem Moment. Das Höhere Selbst hat sich dabei aber wirklich viel gedacht, auch wenn dein Bewusstsein vielleicht nur eine kurze Entscheidung getroffen hat, aber dein höheres Selbst, der höhere Teil von dir selbst hat da wirklich einen guten Plan, wie das laufen soll. Das wird manchmal auch wieder umgeschrieben. Ja? Vielleicht hast du von der Akasha-Chronik gehört. Da kann man das auch lesen. Ja, also wie, warum und welche Entscheidungen gefallen sind. Man kann auch auf dieses Drehbuch Einfluss nehmen, auch in diesem Leben. Wie man das macht und wie das geht, habe ich in einem Blogartikel beschrieben. Den habe ich dir hier unten verlinkt. Da kannst du gerne mal schauen und wie eine Akasha-Chronik-Lesung funktioniert, was man da erfährt und auch, ob du das vielleicht sogar selbst bei dir lesen kannst. Es gibt nämlich Menschen, die das können. Ich selber lese seit über 30 Jahren die Akasha-Chronik für andere und helfe ihnen, diese alten Blockaden nicht nur mit ihren Eltern, manchmal auch mit Seelenpartnern aufzuknacken und in Liebe wirklich diese alten Seelenverträge zu lösen, um eben das Beste aus sich selbst herauszuholen und zu leben und auch Freiheit zu erlangen aus destruktiven Abhängigkeiten, um eben ein gutes Miteinander herzustellen, beziehungsweise dass wirklich das gelebt werden kann, was das höchste Wohl für alle ist. Ja, wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal rein. Vielleicht möchtest du auch wissen, wie du an deiner Selbstliebe arbeiten kannst, um wirklich auch die Präsenz besser zu halten und wirklich den Fokus bei dir zu lassen und nicht immer zu schauen, was machen die anderen mit dir und was haben sie dir angetan, dann kannst du dir jetzt die 9 goldenen Regeln der Selbstliebe herunterladen. Das ist ein E-Book, was ich geschrieben habe. Das habe ich dir hier auch und in die Videobeschreibung gelegt. Da ist ein Link, den kannst du anklicken und kannst das E-Book kostenlos herunterladen. Ja, wenn du jemanden kennst, der dieses Video vielleicht auch gebrauchen könnte, weil du das Gefühl hast, auch diese Person hat wirklich große Konflikte mit den Eltern oder mit den Kindern, dann sende dieses Video gerne weiter, damit auch diese Person weiß, wie sie sich aus diesen Verstrickungen gut befreien kann. Vielleicht möchtest du auch wissen, wie solche Rückführungen funktionieren, wo man eben sehen kann, wer mit wem verbunden ist und wo man dann auch in dieser Rückführung in alte Leben, alte Blockaden direkt auflösen kann, dann schau dir doch das Video an, was ich über Reinkarnationstherapie gemacht habe. Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen als Reinkarnationstherapeutin und spirituelle Lehrerin dabei, alte seelische Blockaden aufzuarbeiten. Das Video habe ich dir direkt hier verlinkt. Du kannst es einfach anklicken und direkt loslegen zu schauen.